stornieren, das ist gar keine Frage. Yapp beginnt bereits seine Fixkosten zu senken. Einige Lieferwagen meldet er heute noch ab. Zinsgünstige Kredite, wie von der Politik angekündigt, helfen ihm nicht weiter, sagt er. Im Grunde wären für die kleineren Unternehmen ist es eigentlich wichtiger, dass eine Unterstützung kommt, die nicht zurückgezahlt werden muss, weil die Zeit nach der Krise ist ja nicht vorbei. Also die Krise wird dann ja noch andauern und dann wird es weiterhin schwer bleiben zu überleben. Und wenn ich dann noch einen zusätzlichen Kredit an den Hacken habe, den ich auch noch irgendwie tilgen muss, weiß ich nicht, ob das so die richtige Lösung ist. Steuerberaterin Nathalie Fester betreut Unternehmer und Solo-Selbstständige. Hält die Notlage über Monate an, könnten einige Unternehmen zu harten Schritten gezwungen sein, befürchtet sie. Die Situationen sind dramatisch. Also letztendlich geht es wirklich um die Existenzen der Selbstständigen, aber natürlich auch der Arbeitnehmer. Weil die haben natürlich jetzt auch Angst, dass die ihre Arbeitsplätze verlieren. Caterer Yapp setzt nun auf Corona-Care-Pakete. Weil Unternehmen ihre Kantinen schließen, springt er ein. Ein wenig Hoffnung in schweren Zeiten.